Herzlich willkommen bei Amateur Real Life RFG. Heute gibt es den ersten Teil der praktischen Polizeiprüfung. So, wie gesagt, Ihre erste theoretische, Ihre erste praktische Prüfung wird jetzt sein, also, ne, vorab, dieses Auto zu bestimmen. Okay. Schlüssel haben Sie bekommen? Einen Moment, ich schaue es nach, ob es die richtigen sind. Dann schauen Sie auf dem Schlüsselbändchen. Ja, das Auto war jetzt halt neben dran. Okay. Ich hoffe, Sie haben aufgepasst, was wir so alles im Fahrzeug drin haben. Dann bitte dann jetzt auffüllen. Alles komplett leer, ne? Jo. Okay, ich logge ein. So, dann. Die Waffe kommt in den Rucksack. Na, stimmt, die war noch vom Rumladen. Ja. Gut, dann. Wir wissen doch, wir fahren jetzt von hier aus auf dem direkten Wege hoch zum Waffenstand. Ich hoffe, Sie wissen, wo der ist. Ja. Gut. Wir fahren. Wir werden uns nicht einen Funk melden. Wir sind auch momentan nicht angemeldet. Mhm. Erst wenn wir vom Schießen fertig sind, melden Sie sich uns an. Okay, also jetzt einmal nicht melden. Sonderwege rechte frei auf dem Weg zum Schießstand oder ist es eine normale? Sonderwege rechte sind frei. Okay, gut, dann einmal einsteigen bitte. Ruf. Ja, die Sirene bitte erst nach der Schranke anmachen, ne? Und dann auf direkten Weg hoch. Stelle für 3010, komm. Ist egal. Frage, wo genau soll der Überfall bei der Bank stattgefunden haben, komm? Kurz dabei, zwei Komma bei der Höhe. Geht's doch hier. Da gab's Kopfschmerzen. Tut mir leid. Alles gut bei euch? Ja. Ah, die wird laufende Leitplanken, man kennt sie. Ging die Prüfung schon los? Mhm. Hagemann von Leitsteller? Gehört. Wenn sie im Ernstfall die Einsatzleitung übernehmen kann? Negativer Prüfungsstreife kommt. Ja, check. Hätte ja sein können, dass wir sonst den Prüfling mitnehmen, um Stresssituationen zu prüfen. Also negativ, wir müssen ja erstmal den vorpraktischen Teil absolvieren, komm. Ja, check, habe ich somit. Ende mit Hagemann. Leitstelle mit Info an alle Einheiten. Die Justiz wird die Matrix über am Landgericht erreichbar sein. Diese positionieren sich allerdings vorher auf den Weilenfeld. Sollte allerdings etwas sein. Geben Sie mir aber Bescheid. Ich werde die dann zum Landgericht ordern. Ende mit allen Einheiten. Ja. Das ist jetzt seine Waffe für den für die Schießprüfung. Die G36. Die müssen wir nachher wieder abgeben, wenn wir fertig sind. Ja. Aber die kannst du, glaube ich, kannst du noch zurückpacken, weil wir werden zu FD sind. Okay. Ich wollte nur gerade einmal nachgucken, ob alles also soweit klappt. Dann gehen wir langsam vor. Also man kommt hier hin. So, ich hoffe, Sie haben geübt.
Ja, ich hab mal geübt. 7 Zieler, ne? 7 Zieler, richtig. Mal eben hinstellen, dass ich auch alle sehen kann. Gut, Hagemann, sagen Sie an oder soll ich eins sagen? Sie sagen eine, gar nicht. Eine Frage. Zeit. Eine okay. Frage noch. Ja. Reihenfolge? Rechts nach links? Also ich werde ansagen. Wir fangen von links an. Wir fangen von links an. Links okay. Ist 1, rechts ist 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, okay. Gut, dann los geht's. 4. Ach so. Falsch, stopp. Nicht nachschießen, ne? Ja, yeah, ich hatte das falsch verstanden. Ich dachte, ich muss von links nach rechts einmal durchschießen. So wurde mir das mal gesagt. Links ist 1. Fangen wir mal neu an dann. Ja. Ach so. Links ist 1, rechts ist 7. Ich sage an, welche Ziele sie schießen sollen. Aber nur einmal schießen. Ja, einmal daneben schießen, einmal daneben schießen ist, also nicht nachschießen. Okay, ja, ich hab's jetzt verstanden. Gut. Dann von vorne nochmal. Fertig? Ja, ich bin bereit. Gut, 2. 3. 1. 7. 6. 4. 1 2 6 Gut. Ey, stopp! Stopp? Ja, stopp. Ein Magazin. Ja, wir waren schon durch. Der letzte war nicht mehr drin. Okay, habe ich eingetragen. Bitte, dann gehen wir jetzt drüber. Auch da ist die gleiche Devise. Mhm. Ich sage an, sie schießen, nicht nachschießen und nicht nachladen. Sie haben eh nur ein Magazin dabei. Ja. Wie gesagt, sie können sich überall hin, also positionieren, wo sie möchten. Mhm. Aber soll ich auf die ganz hinten schießen? Dann? Also, ich zeig mal kurz, wie unsere. So. Das ist 1. Das da hinten war 2, den habe ich nicht getroffen. Und hinten ist das. Den habe ich auch nicht gesehen, den. Bin ich am Ziel? Achso, ich bin ja verletzt. Also, ich habe jetzt leider keinen Score. 1, ja. Das 2, ja. Nur so weiter, bis da oben rechts. Das ist der letzte. Ja. Also eins, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, konzentrier dich, ne? Mhm. Gut zuhören und gucken, wo. So. Welche Ziele sind, schießen. 1, 2, Connor, du zählst wieder Treffer, ich mach Zeit aus. Ja, richtig, ja, ich alles klar. Bin gleich ready, ich bin sofort fertig. 4, 5, 6, 7, 8. Was haben wir eine? Wenn sie fertig sind, ist alles gut, ne? Dann fange ich an. Okay, ich denke, ich bin soweit. Gut, denken Sie es dann nicht fest. Okay, dann 3, 2, 1, go. 4. 5. Ach, verdammt. 7. 1. 3. 3? Ich höre dich immer leiser. 6. 8. 2. 1. 4. 5. 8.
1. 8. 6. 5. 1. 7. 1. 6. 5. 6. 2. 1. 7. 8. 2. 3. 3. 1. Ah, leer. Gut. Gut, warten wir noch kurz auf Connor. Bin hier. Der Teil ging ja schneller als ich da. Okay. Okay, soll ich jetzt erst zu der ZNA fahren und dann nein, nehmen wir uns an, oder? Nein. Wir melden uns jetzt. Wir sind ja nicht lebensbedrohlich verletzt, deswegen. Okay. Ja, um das Auto müssen wir uns auch noch kümmern, weil da ist die Engine gelb. Ja. Erstmal anmelden, etc. und dann gucken, ne? Ja, dann muss ich eben mal wieder meinen Funk eben machen. Okay. Status 1 10-20, soweit. Da fliegt denn da jetzt weg? Okay. Der zweite Kollege ist da noch. Auch noch. Officer? Ja? Können Sie irgendwie mal durchfunken, dass wir mal ein Sanitäter hinkommen könnte, weil ich und der junge Herr da vorne haben, sind halt umgefallen. Sind beide umgefallen? Sind denn momentan keine Sanitäter hier? Nee. Haben Sie denn schon mal an die Sanitäter ein Dispatch geschrieben? Nee, ich bin erst seit ungefähr 30 Sekunden hier, deswegen, aber der junge Mann wartet wohl schon länger da vorne. Ja, schreiben Sie am besten einfach mal ein Dispatch an die Mediziner, dann sollten die schnellstmöglich da sein. Ich glaube, das geht schneller, alles als klar, wenn wir es über die Leitstellen jetzt noch hin und her funken. Ja, vielen Dank. Ja, bitte mal. Aber kennt man schon. Das wird schon gesagt. Ja, die Typen gehen aus dem Server machen. Hast du den gerade gescannt? Ja. Und wer war's? Erik von Thor. Erik von Thor. Ja, hier, mach mal was. Ja, momentan ist das Ding, dass, die keine Ahnung wo unterwegs sind, aber man kann nicht... Ja, wir haben immer noch ein Hilfsmittel, ne? Nennt sich Kommunikation. Du weißt schon, wo. Also, ja. Wir sind hier und müssen noch gemeldet werden. Und dann, Leitstelle weiß auch nicht Bescheid. Mhm. Mehr sage ich jetzt nicht. Ja. Ja, dann mach. Ja. Leitstelle von der 1020 kommen. Wiederholen. Leitstelle von der 1020 kommen. Herzlich kommen. Wir sind am Medical Crew an der ZNA und benötigen hier einmal Sanitäter. Bitte benachrichtigen Sie die einmal kommen. Ja, check informiert den Mediziner. Wie viele Verletzte kommen? Drei leicht verletzte Polizisten, aber hier sind auch noch mehrere Zivilpersonen, die auch Mediziner benötigen. Komm. Raus mit dem Viecher! Ja, check, komm, ich werde einmal Nachdruck verleihen. Guten Tag. Hola.
Guten Tag. Kurze Frage, hat man die Musik, das Radio in dem Bus gehört? Nein. Also hier drüben haben wir nichts gehört. Nee, weil ich hatte über den, über das große Funkgerät Lautsprecher angemacht und den Radiosender angeschaltet. Geht's aber ja nicht eigentlich gehört. Gut und ihr kommt nicht in der Tüte, das kann ja auch nicht. Also ich hab's im Bus gehört. Also im Bus hört man's, okay, das gut. Hab ich Bescheid. Da kann ich ihn auch leider nicht helfen. Was dürfen sie nicht? Ich darf mich alleine behandeln. Was ist super, das denn für eine Aussage? Dann haben sie einen falschen Beruf gelernt, ey. Gucken sie sich den Herren doch mal an, denen geht's überhaupt nicht gut, ja? Und sie verwehren hier ihre Dienstleistung, ja? Weil sie alleine sind. Ja, 10:20 Info für Sie, ein RTW rollt in circa einer Minute am Medica Q einkommen. Sergeant. Okay, so verstanden, komm. Moje, Polizisten sind auch schon hier. Der Herr Polizist, kann man ja. Haben Sie zufällig in der weißen Bandage dabei? So, aber ich weiß dabei. Ah, die ja. Viecher zuerst. Bandage. Ich mit, wenn er nicht will, ja, okay, natürlich. Damit nichts zu tun. Ich wünsche euch einfach nur alles Gute. Sollten Sie ab und an mal ein bisschen auf das Bein aufpassen. So, ich komme wieder aufgegangen. Auf. So, das dürfte das erste reichen. So, die Herren von der Polizei, kann man ja, ja bitte. Die sind schon mal versorgt vom Kollegen oder wie? Ja, ich guck ihm gerade die Beinchen. Ja, Beinchen. Beinchen. Beide haben was am Bein. Der Herr? Ja, von der Polizei. Ja. Okay. Möchte Anzeige machen. Wieder, Mensch. Die wir auch auf, ne? Jemand hat meinen Lack beim Auto abgekratzt. Ich merke. Den Lack beim Auto abgekratzt. Ja, die war so schön matt, schwarz, mit grün und jetzt seid ihr doch schwarz. Anfahrt Rakaku verzögert sich um eine Minute wegen Technical Difficulties. Wenn Sie einmal am Rakaku vorbeischauen, dort Schüsse gemeldet, komm. Das ist jetzt voll hässlich. Sie gehen der Sache schon nach, die Schüsse wurden uns nördlich am Rakaku gemeldet. Haben Sie da irgendwelche Beweise? Zu wer das gewesen sein könnte? Keine Ahnung, ich habe alles gleich stehen lassen. Weil in meiner Garage da war mein Holz drin. Und jetzt das. Mhm. Ja, da gehen Sie mal am besten zur Justiz und geben okay. Da Ihre Anzeige dann auf. Das wenn Sie irgendwelche Beweise haben, gerade der Justiz aufgeben. Ja. Ich habe leider keine Kamera da. Ah, okay. Aber danke trotzdem. Ja, nicht zu danken. Noch eine weitere Einheit dort vor Ort, komm. Ja, aber ich hab da weg. Negativ, komm. Check hab ich so mit Cobra 11 und 3010 so mit der Herr, ich hab hier keinen Bock ab. Ach, guten Tag. Hattrick hab ich so mit die Frau Schubert schon zu verpflichten. Ja, wird sich hinlegen. Hattrick, brauchen Sie eine weitere Einheit zu verfolgen, komm. Ja, ich guck mal, ob jemand... Negativ, komm. Na, dann schauen wir mal, was ist denn passiert? Check so mit, ja, also weiter. Wir sind Banke leicht hingeblieben, ein bisschen am Bein verletzt dabei. Nein, ist nichts Schlimmes geworden. Das war die gegenüberliegende Straßenseite, also die falsche Richtung Norden aufgerettet. Das ist ein SLS. Zugelassen auf Janik. Ich denke, wir sollten sie wieder hinkriegen, oder? Ja. Ich hab schon schlimmer gezogen. Das glaube ich Ihnen. Aber die Finger nach Verfolgungsjagd mit der Frau Schubert. Das ist kein Problem. Er hat ja nichts beschädigt erstmal, aber das ist noch eine Verletzte, die wir jetzt verpackt. So. Ich dann, jetzt hier noch eine, ja. Dürfen Sie schon wieder aufstehen? Okay, die Polizei so schnell, vielen Dank. Ja, war ja nicht viel zu machen. Super. Oh, der hat aber, der wurde gestoppt durch den amputierten Exit-Kampf, so wie das aussieht. Und der letzte. Ja, ich scheint, dass die Frau Schubert Richtung Protokoll war. Legende Feedback gekommen. Ja. Was ja immer hervorragende Arbeit ist. Ja, so. Gut, dann bedanken wir uns dann bei Ihnen. Bei euch? Ja. Noch einen schönen vielen Dank. Letzte Griff im Eier, komm. Beruhigen Sie. Herzlich willkommen. Euch auch. Ich melde mich zum Dienst. Vielleicht bis später. Schönen Abend, tschüss. Vielleicht haben Sie eine Wunschstreife bekommen. Schon Ende. Das war der erste Teil der Polizeiprüfung. In der nächsten Folge geht es mit dem zweiten Teil weiter, bei welchem wir auf Streife sind.